Guten Morgen, es ist viel zu früh, aber ja, auf geht's zum Turnier. Schmutzig! Na, mein Schatz. Dann gibt es mal Frühstück. Jo. Schmecken lassen. Mit dir eine Weile Hänger packen. Na? Ja. Na, Mummis. So, mittlerweile angekommen. Haben jetzt auch schon mal eingerichtet. Kübi sogar schon gesattelt, weil ich habe ja zwei Pferde nach einem Punkt da. Da drüben ist dann der Platz. Hier wollen wir gerade eine Reitpferdeprüfung. Ja, Kaffee-Infos. Hier sieht es noch ein bisschen aus wie Schlachtfeld, weil Bummi hat sich irgendwie mit einem Strick am Schrank verhangen. Also nichts Schlimmes, er war halt wie angebunden. Und ja, jetzt muss ich erstmal den Schrank dann wieder da einräumen und sehe erstmal, was sie da für Heu gemuscht haben. Ja, genau. Aber wir dachten, das ist Kübsebock. Genau, wir dachten, das ist Kübi, der hier wieder rumrandaliert im Hänger, weil der scharrt so gern. Oder macht Peitsche kaputt. Hm. Da unten liegt noch eine kaputte. Die hat er auch irgendwo. Genau, da. Das ist so Cubies Langeweile auf dem Anhänger. Ja, und genau, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben es 8.40 Uhr, so gegen 9 wird die Prüfung sein. Cubie ist sechstes Pferd. Und Bummi ist irgendwas dann danach halt so. Na, habt ihr Lust? Ein Punkt da, ein Stern. War groß, nicht gut. Ist nett. Und mal zum Durchfetzen. Ja, und tada, jetzt auch noch mich im Bild. Gucken wir mal, wie es wird. Ich werde jetzt den Hänger noch ein bisschen ordentlich machen, falls es hier dann vielleicht doch regnet. Es ist ein bisschen schwül, sieht ein bisschen nach Regen aus. Wir gucken mal, wie es noch so wird. Konkurrenz beobachten. Jo, auf geht es nun. Cubi, ein Sterne. Ich bin erstmal ganz entspannt reingeritten. Es gab viel zu gucken für den Kleinen, deswegen ganz easy peasy. Und genau, hier hat er gleich am Anfang ein bisschen geguckt. Da habe ich ihn aber mutig weitergetrieben und dachte mir, komm, unsere Runden sind immer gut, wenn du richtig schön Fluss hast. Also geben wir jetzt mal richtig schön Gas und Hobbygaloppi. Er hat leider Bummi gezogen, deswegen hat Julia das nicht filmen können. Aber Sprung 1 war schon mal gut. Hier leider ein bisschen im Kreuzgalopp rumgescheuert, aber jetzt ordentlich umgesprungen. Sprung 2 hat gepasst. War echt gut. Jetzt habe ich ihn wieder angeschoben. Die Wendung war gar nicht viel zu abkürzen, sondern einfach nur effektive Wege reiten. Da sind richtig geil über die 3 geflogen. Die 4 war leider ein bisschen dicht, aber hat er gut aufgemacht, hat er schön gerettet. Jetzt rechte Hand ist aber so sein Problem, deswegen hier im Kreuzgalopp, im Außengalopp und aber drüber. Und ja, hier hätte ich mich dazu entscheiden müssen, vielleicht ein mehr zu reiten aufgrund seiner sparsamen Galoppade. Deswegen hier leider einen Fehler bekommen. Aber die 7 waren immer richtig gut und ja, zum Joker. Fein! Flugzeug hat er richtig gut gemacht. Die Zeit hätte auch locker für eine Platzierung gereicht. Aber hätte Titel. Ich bin sehr zufrieden gewesen mit der Runde. Ja, nicht lang fackeln, weiter geht's mit Bumsi. Kannte jetzt den Platz ja so auch noch nicht, deswegen galt es auch hier erstmal ein bisschen was zeugen und gucken, wie er allgemein so eingestellt ist auf dem Platz. Da wusste ich schon, dass da Cubi geguckt hat, dann guckte ein Bummi definitiv auch auf die Plakate. Aber weil da Sprünge standen, lieber einmal schön dran vorbeigeritten. Jetzt Schwung holen Richtung Sprung Nummer 1. Der hat gut gepasst, schön im Fluss, eng rum, weil mit dem kann man das gut machen, um die Ecken fetzen. War auch nur ein sehr, sehr niedriges A in Sterne, von daher kann man da auch mal im Zweifel aus dem Stand springen. War aber nicht nötig. Sprung 3 hat so gut gepasst. Jetzt hier schön im Fluss, wurde ein bisschen dicht, hat auch richtig schön gerettet. Ein bisschen zu doll in die Distanz laufen lassen.
Da habe ich jetzt hier deutlich besser aufgepasst, hier gut reingekommen, ein bisschen aufgenommen und somit auch etwas besser hinten rausgekriegt. Zwar nicht ganz so dicht, immer noch dicht, aber nicht ganz so schlimm. Den sieht man leider nicht. Sprung 7 auch wieder schön geklappt. Und jetzt fliegen wir ins Ziel. Und geht doch. Fertig. Solide Runde von Khatoum und Tina Wenz. 43,30 Sekunden, Platz 5 mit 44,30. Nein, nein, die Siegerin von den Platzierten 1 bis 6 in der Ausschreibung mit 12 Parteien, 2 Punkte Stempel und Klasse A, Kategorie 1 Stern. Und für den Reitverein Altenbach, voller Punktzahl, 44 Punkte, 42,26 Sekunden mit Schabung. Und Platz 6 an Camila mit Gerd Dorn im Sattel für den Reitverein Dubau Höhen, voller Punktzahl, Berlin Dieder zwischen den Bäumen steht an Sandra Schmolling und jetzt unter dem Applaus all derer, die am Rande dieser Veranstaltung waren, auf zur Ehrenrunde. Auf geht's! Und gefordert ist unser DJ, der hier einspielt und natürlich all diejenigen, die am Rande stehen, mit einem kräftigen Applaus diese wunderbare Siegerehrung und Ehrenrunde zu begleiten, meine Damen und Herren. Auf der Ehrenrunde, die Siegerin Sandra Schmolling, Gerd Goyn, Sandra Schmolling noch einmal Platz 3, Stefanka Handikova, Tina Wenz und Gerd Goyn noch einmal hier Platz 6. So die Siegerin und die Platzierten 1. Jetzt kommt als nächstes das A, zwei Sterne mit starken Anforderungen. Das heißt, die ersten zwei Sprünge sind auf A, ein Stern in Höhe. Dann geht es mit A, zwei Sterne weiter und die letzten beiden Sprünge sind auf L Höhe gebaut. Bei Samuel ist ein sehr, sehr fairer und freundlicher Parcours. Ich hatte erst überlegt, da eine Wendung zu reiten. Doch dagegen entschieden. Das hat mir am Ende dann leider den Sieg gekostet, weil die Siegerin ist den Weg geritten und ist aufgegangen. Aber jetzt fangen wir es hier an. Bumsi? Schön von links den Ochsen. Könnten wir vielleicht? Weil da haben wir ja es ist nur eine Siegerehrung. Probleme, deswegen lieber links. So. So, und jetzt wäre hier du darfst dann auch nochmal auf Hose ist erstmal. Ich bin auch nicht so strenglos. Nee, jetzt keine Lust mehr. Der ist auch fertig für heute. Der hat jetzt nur noch eine Siegerehrung. Die ist doch ist mega geil. Gut gepasst, viel besser als die Distanz. Machen wir jetzt ein bisschen Tempo aufgenommen. Kübi, sattelst du wieder ab? Ja, zur Kombination. Ein Stein, lass bitte. Und Ochse auf. Lass bitte. Frisst dein Heu. Bei der Landung ist mir eingefallen. Ja, ja. Ach, wie buddelt sich da jetzt wieder ein Heulager gemacht? Deswegen jetzt hier noch mal hoch. An der 6 hat man viele Fehler. Weiß gar nicht, genau. Kübi einfahren und dann kann der hier ackern. Macht hier schöne Kartoffelspur. Ja, und jetzt. So. Ein Herz. Aber jetzt fliegende Füße. Hier heißt meine Damen und Herren, Platz 2 mit Bahnnummer 28. Und hier der Schabung. Beide schatteten für den Reitverein Altenbach. Fehlerfrei 52,25 Sekunden. Platz 2. Ganz lange die Führung. Und hier herzlichen Dank für den Applaus. Für Platz 2 gibt es als Ehrenpreis eine Sackfutter.
Deep Purple auf Platz 3 mit Rang 113. Für Sonnewalde, Michelle Celine Lieske, fehlerfrei 52,29 Sekunden. Ihr Ergebnis, Glückwunsch. Für den dritten Platz gibt es hier als Ehrenpreis Leckerli und Sein. Auf geht's, 10 Runde. Jawohl, Andreas Cavalier. Mit seiner Stimme und mit seiner feinen Musik für die Ehrenrunde. Und meine Damen und Herren, auf der Ehrenrunde. Platz 1 bis 6. Celine Schwarzer, Tina Wenz, Michael Zelenitzke, Claudia Barfus, Nancy Jarmusch, sowohl Ralf Otto Sprung. Na? Ne? Aufgegessen? Mhm. Aber nicht ausgetrunken? Ja. Nö. Aber es soll eigentlich schon die Zunge werden, wenn man aufgegessen ist. Ja, Wetter sieht ja ganz gut aus. Ja, denn wir haben jetzt hier noch eine halbe Stunde Zeit. Und bis Mittag gegessen. Heute gab es mal keine Nudeln, es gab Baguette. Steinofen-Baguette. War auch sehr lecker. Ja, und jetzt darf Hübi noch eine Runde ran. Haben wir uns entschieden. Der geht noch das A, zwei Sterne, das Springpferd A. Und ja, mal gucken. Jetzt ist der Reiter aber satt und müde. Dennoch muss noch heute eine Platzierung ran. Ah. Hängst hinterher mit ihm. Ja, ich mach. Hübi muss heute mal nachlegen. Deswegen, mal gucken. Es ist schon eine Schande, dass er drei E-Dressuren-Platzierungen hat. Ja. Aber kein Springen. Pferdebesitzer legt heute hohe Erwartungen. Ja. Hat sie ganz schön hoch heute. Wir gucken mal, was wir so schaffen. Ne? Ja, was denn? Du hast mir eine Pitsche versprochen. Ja, genau. Da vorne gibt es nämlich eine grüne Pitsche. Kübi hat ja seine Pitsche kaputt gemacht. Und da hat er gesagt, wenn er heute platziert ist, dann kaufe ich ihm die Pitsche, die grüne. Gucken wir mal. Ist das nicht ein schöner Hund? Ja, was sind die? So was Schönes. So. 24 Mal Akkusivater der Mutter hier gezogen, namens Wally C. Mit Tina Wendt die Sache für den Wald von Altenbach. Hört doch mal auf. Ja, auf, Kubot.